Ihr Lieben, herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast, dem Bewohnerfrei-Podcast. Und ich weiß nicht, wo du das gerade hörst, im Flugzeug, beim Autofahren, vielleicht beim Bügeln, vielleicht sitzt du bei dir im Garten, aber ich habe heute einen Gast, auf den ich mich schon sehr, sehr lange freue. Und als ich das im Terminkalender gesehen habe, habe ich gedacht, gibt's ja gar nicht, dass wir so eine Koryphäe hier in den Bewohnerfrei-Podcast bekommen. Professor Dr. Knoblauch, ihr kennt ihn mit Sicherheit aus diversen Formaten. Hier kommt erstmal die offizielle Anmoderation. Er ist Personalexperte, Bestseller-Autor, Speaker und geschäftsführender Gesellschafter verschiedenster mittelständischer Firmen, zum Beispiel der Firma Tempus. Zudem lehrt er als Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nottingen-Geislingen sowie an verschiedenen weiteren Universitäten im In- und Ausland. Seine Unternehmensgruppe sowie Professor Knoblauch selbst wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Im TV ist er bekannt für seine pragmatische und erfolgreiche Unternehmensführung. Darüber spricht er und Personalentwicklung im Namen, die sich natürlich jetzt ändern wird nach all dem, was wir erleben. Und als Referent vermittelt der Personalexperte komplexes Wissen. Jetzt kommt es, über 400.000 Bücher hat dieser Mann schon verkauft in verschiedenen Sprachen. Solltet ihr im Flugzeug sitzen, spätestens jetzt würde ich mir die Sauerstoffmaske runterziehen, weil jetzt geht's richtig los. Herzlich willkommen, lieber Jörg. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Klasse. Guten Morgen. Was für eine Anmoderation. Dankeschön. Was für eine Anmoderation. Wenn du dich selber so hörst, also wenn jemand dich so anmoderiert, kannst du das für dich so greifen, wie viele Menschen deine Bücher gelesen haben, was für einen Bekanntheitsgrad du hast und was du jetzt auch gerade für einen Einfluss hast in der Wirtschaft? Kannst du das für dich so fassen? Gut, also Bücher schreiben ist natürlich eine schöne Geschichte. Also ich kann deutlich besser schreiben wie reden. Und also das ist bei Tobias Beck, glaube ich, beides sehr gut ausgeprägt. Aber bei mir ist das Schreiben sehr ausgeprägt. Ja, also das Schreiben ist sehr, sehr ausgeprägt. Und die Menschen schreiben Dankesbriefe, in der Tat. Und ich habe ein Programm, das heißt KPC, Knoblauchs Personalcoaching. Mhm. Also ich werde immer mehr wahrgenommen. Also ich bin ein mittelständischer Unternehmer, habe gut 40 Mitarbeiter, Berater, Coaches und so weiter. Mhm. Und das funktioniert unterm Strich ganz gut. Mhm. Und das Thema ist halt ein Einbruch. Wir sitzen ja hier quasi in Quarantäne gerade, aber vielleicht dürfte das gar nicht zu unser Thema werden, denn auch das geht wieder vorbei. Ich glaube auch, dass das vorbeigeht. Dennoch kann ich mir vorstellen, und das ist ja genau deine Expertise, dass sich auch die Welt des Personals vielleicht ein bisschen ändern wird im Anschluss, weil Unternehmen werden jetzt wahrscheinlich andere Entscheidungen treffen. Und ich glaube auch, dass viele Arbeitnehmer, auch viele junge Leute, jetzt zu Hause auch mal Zeit haben, nachzudenken. Was will ich nicht? Wo will ich arbeiten? Wie will ich arbeiten? Siehst du das als, bei all dem, was wir gerade erfahren, wie schlimm es auch ist, siehst du das auch ein bisschen als Chance? Na gut, also man muss wirklich unterscheiden. Die Unternehmer sind in einer Existenzkrise. Also wir reden weltweit heute von, dass etwa ein Drittel der Unternehmen haben für 4 Wochen Cash-Vorräte. Ein weiteres Drittel für nochmal 4 Wochen, also 2 Monate. Und ein weiteres Drittel, die sind unendlich. Also die Firma Apple sagt, du, wenn ich 8 Jahre kein Produkt verkaufen würde und alle Gehälter bezahlen, das würde mich nicht in die Knie zwingen. Also, aber so ist die Verteilung erstmal auf Unternehmerseite. Boah. Und die Insolvenzwelle wird rollen und das wird alles tiefe Spuren hinterlassen. Die Mitarbeiter sind einfach im Moment nur verängstigt, sind im Homeoffice. Und, rätst du denn jungen Leuten, also wenn du jetzt, darf ich fragen, hast du Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Aber du kennst Kinder oder junge Menschen? Ja. Wenn dich jemand mal, ein junger Mensch, den du auch gerne magst, privat fragt, sag mal Jörg, macht es Sinn, sich neben so einem Job, den es jetzt gibt, und den mache ich auch gerne, was aufzubauen nebenher, was sagst du denen? Gut, renn los und tu genau das. Also, ich mache mal ein Beispiel. Wir kommen regelmäßig in Silicon Valley. Immer 40, 50 Unternehmer packen wir in ein Flugzeug nach San Francisco. Mit Gedankentanken, richtig? Ja, mit Gedankentanken zum Beispiel. Jawohl. Und dann sind wir auch an den Universitäten, also in Berkeley, in Stanford und so weiter. So, auf der vorletzten Reise ist Folgendes passiert. Einer meiner Mitarbeiter war dabei, 22 Jahre alt. Und dieser Markus ist so fasziniert von dieser
Uni Berkeley, von diesen Start-ups, von jeder Student hat schon 3 Businesses am Laufen und so weiter und so weiter und so weiter. Und er sagt, du kannst mir einen Kredit geben von 40.000. Ich nehme den nächsten Flieger wieder zurück. Und also erstmal nach Hause, habe ja ein Rückflugticket, aber dann wieder hin. Und dann werde ich 3 Monate dort sein. Und ich werde mir das alles reinziehen. Ich werde die ersten 2, 3 Startups gründen und so weiter und so weiter. Und das hat er getan. Die Firma birgt und das ist schon alles in Ordnung. Also das ist das Leben, was ich jedem empfehlen würde. Mhm. Und es ist nicht das Thema Uni. Ja. Also die Amis sind da viel, viel weiter. Die sagen, was lässt du dir die kostbarsten Jahre deines Lebens an der Uni vergehen? Nee, geh mitten rein in das pralle Leben, gründe Firmen, bilde dich weiter, aber das ist das Leben. Was machen die Amerikaner so anders in ihrem Mindset? Du warst ja jetzt so oft da und du hast ja auch den direkten Vergleich zu Deutschland. Warum haben die, jetzt nehmen wir mal das Kulturelle weg, das weiß ich, dass die mal irgendwann die Fahne ins Land gesteckt haben und dass das drin ist, aber wie machen die das heute, 2020? Warum sind die so viel mutiger als wir oder ist es nur vermeintlich so? Nein, das ist natürlich so. Dieses Fail Forward, also Fail, F-A-I-L und Forward, F-O-R-W-A-R-D, also nach vorne fallen. Das ist dort ja sprichwörtlich. Also ich habe dir eine Mio gegeben. Du hast sie verbrannt. Was für ein schlimmer Kerl bist du, würde man in Deutschland sagen. In Amerika sagt, was? Die Mio, es ging ein bisschen schnell. Dumm, dass sie weg ist, aber jetzt bist du eine Erfahrung reifer. Jetzt willst du wahrscheinlich 3, 4, 5 Mio und mit dieser neu gewonnenen Erfahrung gehst du weiter. Also ja, ein Versagen ist erwünscht, aber möglichst preiswert, möglichst schnell und dann aufstehen, weitermachen, Gas geben. Das ist das Umfeld dort. Und also San Francisco alleine hat dann die 40.000 Startups am Laufen. Also das ist, aber auch das Kapital ist natürlich dort. Wir haben letztes Jahr so 92 Milliarden Dollar also nur dort im Silicon Valley investiert. Ja. Also Deutschland im Vergleich dazu, dass man ist mittlerweile bei 4 Milliarden angekommen. Ja. Das ist die 92 im Silicon Valley. Ich habe dich gerade, als du das erzählt, beobachtest, für diejenigen, die das bei YouTube sehen hier, du hast richtig gestrahlt, als du von diesem jungen Mann und der Uni erzählt hast. Ist das auch auf dich total ansteckend dort, dieses Umfeld? Also ist das, ich habe gerade gemerkt, bei dir ging richtig die Energie hoch. Ist das auch etwas, was wir Deutschen vielleicht lernen müssen? Also dieses mit Energie etwas tun, diese Begeisterung. Deutschland ist ja doch oft ein bisschen, sagen wir mal, schwermütig im Vergleich zumindest, ne? Ja, also die Amerikaner, wenn die mit uns reden, die haben nur noch Tränen in den Augen, weil sie sagen, also natürlich habt ihr mehr Patente wie wir, ihr habt die besseren Ingenieure, ihr habt, was weiß ich, eure Autobauer sind weltweit und so weiter, also große Klasse, aber ihr habt das falsche, und das war dein Wort von vorher, ihr habt das falsche Mindset. Mhm. Ihr seid einfach nur Bedenkenträger. Ihr habt jede Menge Diskussionen. Dürfen wir das? Sollen wir das? Und wer macht das? Pack's einfach an. Geh vorwärts und fail forward. Mhm. Das ist so eines der Kernthemen, die man aus dem Silicon Valley sehr gut studieren kann. Und du bist ja auch Professor an Hochschulen. Unser Lehrsystem, wenn wir ehrlich mal vom Mond drauf gucken, hat uns natürlich auch dazu geprägt, ne? Also ich bin in den 80er Jahren zur Schule gegangen, Fehlersuche mit dem Rotstift. Wenn du was Falsches sagst, kriegst du Ärger, stell dich an die Tafel, wird bloßgestellt. Ich bin ganz ehrlich, habe an der Uni auch Ähnliches erlebt. Ich habe an der Uni Essen studiert, dann in Frankfurt. Da gab es Dozenten und Professoren, die haben damals, ist jetzt natürlich auch schon Jahre her, auch Studenten vorgeführt, wie in der Schule. Und das ist in Amerika auch anders, oder? Ja, ja. Also, als ich zum ersten Mal zu einer Vorlesung nach St. Gallen eingeladen wurde in der Schweiz, da war plötzlich die Welt eine andere. Also die saßen alle da wie Erstsemester, die haben geschrieben, die haben gefragt, die haben diskutiert, die waren einfach hellwach. Also es war eine völlig andere Geschichte. Erstmal. Da dachte ich, hoppala, was ist das hier? Natürlich ist eine geile, tolle Uni und die Schweiz überhaupt und so. So, und dann später war ich dann an Schulen wie Harvard oder MIT oder so. Und dann jetzt die letzten Jahre ganz intensiv. Ich bin alle paar Wochen mal in Berkeley und in Stanford.
Frankfurt und so. Also das ist eine andere Welt. Aber man muss halt auch sagen, unsere Universitäten sind 400-500 Jahre alt. Stanford ist 130 Jahre alt, Größenordnung, und hat etwa 10-mal so viel Geld pro Student, also als wir hier in Deutschland haben. Ja, das heißt, wenn dort 3 Studenten sich einig werden, dass sie irgendetwas, ein Fach hören wollen, was er sich irgendeine Sprache in Hinterindien lerne, die noch kein Mensch sonst und so weiter. Kann man die machen, drei kein wollen Problem. Das. Ja, die drei, dann wird das nächste Semester angeboten. Ihr weißt, dein Wunsch ist mir Befehl. Und so, und in dieser Geschwindigkeit werden die Dinge umgesetzt. Aber umgekehrt auch. Also wer kein Startup am Laufen hat und so weiter, der wird dort keine Chance haben. Vor allem wird er auch nicht bereit sein, das Geld aufzuwenden. So ein Semester dort kostet halt 100.000 Größenordnung. Und dann wird dieselbe, der Dollarbetrag wird dann, wenn alles rum ist und du dein Master oder was immer hast, wird das gesamte Betrag, also nochmal die 300.000 oder was immer, wird als Spende nochmal erwartet. Ja. Aber dann kannst du dir ein paar Jahre Zeit lassen. Ja, ich war eine Zeit lang an der UFM, an der University of Michigan, habe da studiert das ist ja für uns Europäer gar nicht vorstellbar, was dort für Gebühren verlangt werden. Ich meine, wenn wir da mal kurz drüber reden, ich sage ja immer, wir sind hier in Deutschland auch, wenn du nicht an einer Privatuni bist, in der Insel der Glückseligkeit gelandet. Ne? Wenn ich sehe, was meine damalige Freundin an Krediten dafür aufnehmen musste, ihre Eltern, und die waren gut verdienend. Der Vater war bei Pfizer, die mussten dennoch einen haushohen Kredit fürs Studium aufnehmen. Und da finde ich, ist in Deutschland die Insel der Glückseligkeit im Vergleich. Ja. Aber das geht natürlich schon los, schon in der Highschool. Also wenn man in eine private Schule will, aber die haben einen Anspruch und ein Tempo, also nicht die staatlichen, aber die privaten Schulen. Also wir waren jetzt vor 14 Tagen da in den USA, also gerade als alles zusammengebrochen ist, und an diesem Freitag wurde auch die Schule dann stillgelegt, wo wir dort waren. Aber also da laufen Jungs rum von Apple, von Google, von Microsoft, die machen gemeinsam Weltraumprobleme, die machen Vermessung des Bodens im Ozean, die haben bei der ISS, also International Space, haben die Zeiten gemietet, wo sie ihre Raketen abschießen. Das sind 17-jährige Jungs, die bei der ISS Termine kriegen. Ja, das muss man sich mal überlegen. Das ist eine völlig andere Welt. Wir hatten kurz im Vorgespräch, hattest du gesagt, dass der Gabal Verlag dir das Unbox Your Life Buch geschickt hat, und damit bin ich ja gerade auf Tour, und ich sage da immer diesen einen Satz, und das ist natürlich provokativ, das weiß ich, und das ist leichte Kost, aber ich sage immer, während der Deutsche die Apothekenzeitung und die Zeckenzeitung konsumiert, reden andere darüber, wie wir andere Planeten besiedeln können. Ne? Also das ist so dieser Perspektivenwechsel, den du gerade sehr gut beschrieben hast, finde ich. Ja, das ist die Geschichte. Ja, und davor hast du noch was gesagt, fand ich auch spannend. Gehen wir nochmal auf den indischen Akzent zurück, was natürlich Blödsinn ist, ist nur ein Beispiel, dass sich die Systeme dort auch wirklich den jungen Menschen öffnen. Also es wird das gemacht, was der Student will und nicht, was der Professor oder die Uni will. Und das ist in St. Gallen auch so. Ich habe letztlich auch jemanden dort interviewt, da wird ja sogar das Gehalt, korrigiere mich, wenn es falsch ist, auch der Professoren mitgemessen an dem Erfolg und der Bewertung der Studenten. Ja, also das ist genau so. Was sagst du dazu? Das ist so, das ist ja auch richtig, dass es so ist. Ja, das wollte ich fragen, ob du es richtig findest, Wobei man sagen muss, im Silicon Valley, also speziell, sagen wir mal, ist das Leben nochmal völlig anders. Um den Campus rum wurden mal so Holzhäuser gebaut, Professorenhäuser nannte man die. Die haben damals so 40.000, 50.000 Dollar gekostet, lächerlich. Da ist heute keines mehr unter einer Mio zu kriegen. Also der Praktikant, der bei uns typischerweise 700 Euro oder 1.000er verdient im Monat. 40.000 kriegt er von dir, hast du gesagt, wenn er nach Silicon Valley geht. Nein, also, aber drüben hat ein Praktikant halt in Palo Alto hat 4.500, da braucht er 4.000 für die Wohnung. Und das ist nur ein Stockbett. Da muss er mit einem anderen, da werden die Kämpfe, wer darf oben schlafen, wer darf unten schlafen. Und da sind die 4.000 dann schon mal weg, und dann bleiben da 500 für Essen und Trinken. Das ist richtig wenig. Also das ist so dramatisch mittlerweile, dass die Menschen, die einen normalen Job haben als Reinigungskraft in einer
Restaurant oder so, davon natürlich Busfahrer nicht mehr leben können. Und jeden Morgen weit raus, 50, 60 Kilometer raus müssen aus der Stadt. Oder sie fahren nebenher Uber und übernachten in ihrem Fahrzeug. Ja, das ist die Realität. Ich glaube, man darf auch da nicht, genau was du gerade sagst, man darf ja auch nicht nur das Positive sehen. Ne? Also ich finde zum Beispiel auch Uber toll. Als Konsument finde ich es großartig. Ich kriege da einen Schluck Wasser, meine Lieblingsmusik spielt. Gleichzeitig ist es natürlich, wie du es gerade sagst, viele in Amerika machen das nicht aus Spaß, sondern weil sie das ist Überleben. Ja. Ne? Das ist ein anderes System. Ja. Aber die Jungs sind hochzufrieden und sind dankbar. Und also ich habe bisher noch keinen Uber-Fahrer gesehen, der nörgeln. Also interessanterweise kann man sich als Taxifahrer bei Uber nicht bewerben. Also man wird nicht übernommen. Also wenn man denkt, dass San Francisco hat 52.000 Fahrzeuge, davon sind 45.000 Uber und 7.000 Taxen. Also die 7.000 Taxen werden auch vollends sterben. Denn der und die Taxifahrer nehmen keine Taxifahrer bei Uber, weil die wegen des Mindsets oder warum nehmen die nicht? Genau deswegen. Zu vergammelt, zu viel Wartezeiten, zu träge, zu satt, wenig kundenorientiert, zu nörgelnd, zu und so weiter. Das passt alles nicht in die Uber-Geschäftsphilosophie oder Lyft, wie der härteste Wettbewerber heißt. Ja. Warum denkst du, dass wir in Deutschland so viel jammern? Und warum jammern die Amis nicht so viel? Wenn wir mal mein Bewohnermodell nehmen. Also ich meine, das ist ja, ich weiß selber, dass ich der größte Bewohner bin. Soweit bin ich mittlerweile auch in dem Modell. Ja, in meinem Kopf gibt es auch negative Dinge. Warum jammern wir so viel? In der Insel der Glückseligkeit lebend. Habe ich nie nachgedacht. Muss ich also von Unbox Your Life zu Ende lesen. Also der Amerikaner, der ist mit einem gewissen Optimismus und so geboren und also der ist sehr außen, man vergleicht ihn immer wieder so mit einer Frucht, die innen einen harten Kern hat. Also come and see me and if you come to my city, be sure, also klopf an und so weiter. Aber wenn du da kommst, ruft dann die Polizei. Von außen alles optimal und so, der Kern ist hat. Aber also bei uns genau umgekehrt ich selber eigentlich, ne? Ich selber bewundere die Amerikaner und ich muss gestehen, so alle 6, 8 Wochen in Amerika, boah, tut mir das gut, weil ich eher auch ein introvertierter, nachdenklicher, pessimistischer Mensch bin. Und ich bin zudem ein sehr frommer Mensch, also der morgens aufsteht, Bibel liest, betet und so. Und das ist natürlich in Amerika nochmal in einer völlig anderen Dimension. Wenn man diese Kirchen mal gesehen hat, wo 5, 10, 20, 30, 40.000 Leute am Sonntag beieinander sind, das ist eine völlig andere Geschichte. Ja, ich war auch letztlich sogar in einer solchen Kirche, in einer Gospelkirche, und das hat mir unglaublich viel gegeben, Gänsehaut gegeben, und zwar besonders diese Gemeinsamkeit, ne? Gemeinsam an etwas Größeres zu glauben und sich dort in einer Gemeinschaft zu befinden. Du hast es gerade gesagt, was ist der Glauben für dich? Was bedeutet Glauben für dich? Auch jetzt gerade in dieser Zeit. Ich meine, wir können ja zumindest sagen, dass wir das hier gerade aufnehmen. Du hast es vorhin gesagt, währenddessen in Deutschland das Leben fast lahmgelegt ist. Ne? Ja. Ja, also ich habe das jetzt in China war ich Ende November, als es gerade losging in Wuhan und man hat, also so wie wir durchs Land gereist sind, die Firmen stillgelegt, so war ich jetzt vor zwei Wochen, Sonntag bin ich zurückgekommen erst, in Amerika und so wie wir dort waren, hat man dort auch wieder die Firmen runtergefahren, also man hat bei Google und Apple, also nicht nur, dass man nicht auf den Campus konnte, sondern man hat die ganzen Parkflächen abgesperrt, weiträumig und so weiter und so weiter, also das uns steht es jetzt in Deutschland noch alles bevor, also die nächsten 6, 8 Wochen, die werden dramatisch. Aber was bedeutet das alles? Also Menschen, die glauben, haben, also ich versuche die Zeitung zu lesen mit der einen Hand und versuche die Bibel zu lesen mit der anderen Hand. Verstanden. Und bin dann überrascht, wie viel von Zeitung und Bibel zueinander passt. Mhm. Also das ist nicht von der Hand zu weisen, dass ganz, ganz viel, das in der Bibel beschrieben wird, was derzeit und auch in früheren Jahrhunderten und so alles so passiert ist. Altmodisch heißt das Prophetie, davon gibt es viele Hunderte.
Aber diese Dinge kommen und in gewisser Weise ist, also deine Eingangsrede, weißt, wie heilsam ist jetzt dieser Schock? Ja, er ist natürlich sehr heilsam. Also wenn die Bildzeitung mal, gestern habe ich sie dann gehabt. Hast du die Bildzeitung? Nein, also die lag da im Flieger. Und, ja, ja, ja. Das ist, ich blättere das Ding durch und ich denke, wow, wow. Jemand, der aus der Quarantäne berichtet, jemand, der total nachdenklich geworden ist und sich nochmal fragt, ob dieses Leben so Sinn macht und so weiter und so weiter. Und denke, oh, also jetzt ist es angekommen. Ja, mindestens da. Hilft, ich meine, du hast es vorhin im Eingang kurz gesagt, du hast 40 Mitarbeiter, dein Unternehmen liegt wahrscheinlich gerade auch auf, es wird die Stopptaste gedrückt, zumindest zum Großteil. Hilft dir das Glauben, auch jetzt morgens aufzustehen und eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken? Weil ich glaube auch das, ich erlebe schon auch viele in meinem Bekanntenkreis gerade, die wirklich Angst haben und auch so ein bisschen wie der Flamingo ist, sind, dem mal kurz den Kopf unter Wasser legt, so wird mir jetzt gerade alles zu viel. Hilft dir das auch dabei? Nee, weißt, also der Glaube ist ja nochmal eine andere Dimension. Der gibt Kraft, gerade in der Krise. Und also mach dich ein Stück zum Leuchtturm, weil du sagst, wow, meine Strahlkraft wird dadurch nicht gemindert. Und im Gegenteil, ich habe jetzt noch größere Möglichkeiten. Aber das ist in der Branche der Motivational Speakers und so kein bisschen anders. Für uns ist das jetzt eine Chance. Also das würde ich schon so sehen, um mal die Kurve zu kriegen und zu fragen, du, was bleibt? Also und dass die Luft reiner wird in China oder sonst was, das ist an der Oberfläche natürlich auch richtig, aber das Eigentliche passiert im Herzen der Menschen, und die in den Familien neu orientieren und sich fragen. Ja, also insofern, da sind wir gut unterwegs. Was mich sehr interessieren würde, und ich glaube, jetzt haben wir eine halbe Stunde über das quasi gesprochen, was jetzt gerade aktuell ist, wenn man sich so ein Leben anschaut, du bist Professor, du bist super erfolgreich. Ich würde gerne noch wissen, welche Steine du auf deinem Weg zur Seite schieben musstest, um der zu werden, der du heute bist. Wenn wir einmal auf dein Leben ein bisschen schauen, wenn du uns vielleicht ein paar Dinge mitgeben kannst, den jungen Leuten hier, wie bist du zu der Person geworden, die du heute bist? Und was waren vielleicht auch Dinge, wo du im Nachgang sagst, boah, da musste ich richtig kämpfen, weil, ich sage das deshalb, für viele ist das jetzt gerade auch etwas, wo sie kämpfen müssen. Ne? Das wird jetzt wirtschaftlich, ökonomisch, mental für viele nicht leicht. Also ich denke, ich würde jedem raten, und bei mir hat das angefangen mit einem Masterplan für mein Leben. Ich habe einfach mal riesige Papiermengen beschrieben und das dann immer weiter kondensiert und zum Schluss hatte ich klar, 25. 25. Also man muss wissen, ich bin vorher, also ich war wenn jemand Jörg Knoblauch googelt, dann ist der erste Eintrag, den er findet, Jörg Knoblauch und die Kindergärtnerin. Und dann sagst du, oh, was ist denn da passiert? Und nichts anderes, als dass die Kindergärtnerin einen Zettel beschrieben hat und mir auf den Rücken geklebt und hat gesagt, geh nach Hause, deine Mutti soll das lesen. Und da stand drauf, behalten Sie den Jungen zu Hause, er ist so blöd, der kann keine zwei Buntstifte auseinanderhalten, der kann keine Zweizeiler memorieren, der kann und so weiter und so weiter. Haben wir ja eine ähnliche Geschichte. Ich habe es nur nicht zum Professor geschafft. Nee, das habe ich auch sehr, also die Frage, wie oft die Schule gewechselt und das alles kenne ich rauf, runter. Echt? Bei mir ist dann der. Wie oft hast du die Schule gewechselt? Ja, zweimal. Aber ich habe eine andere Geschichte. Bei mir ist der Prof zwischendurch gestorben. Also genau der mich am Weitermachen gehindert hat. Und der hatte Lungenkrebs. Und also alles, es war so, wie es war. Aber irgendwann mal, und da kommt jetzt das Christliche dann auch ins Leben, da habe ich mein Leben nochmal neu sortiert, auf ein anderes Fundament gestellt und gesagt, es geht und mit Gottes Hilfe. Und dann haben diese Masterpläne das übernommen. Also ich habe mich immer wieder halt gefragt, weißt du, was also dieser 7er Rhythmus, mit 7 kommt der Mensch zur Schule, mit 14 wird er konfirmiert, so evangelisch ist, mit 21 war er früher volljährig, 28 und so weiter und so weiter.
ich habe so meine Perioden geordnet, habe dies und jenes und so weiter. Habe dann ein Buch sogar draus gemacht, dem Leben Richtung geben, das man bei Campus nach wie vor kaufen kann und auch im Heine Verlag als jeder Bahnhofsbuchhandlung. Machen wir in die Shownotes rein, dann werden es noch mehr kaufen. Dann kaufen es gleich 500.000. Ja, wunderbar. Wunderbar, oder? So. Als Autor verdient man ja so viel Geld. Ja, das hat sich leider geändert. Das war damals noch anders. Auch ironisch. Ja, das ist hier runter. Ja. So, aber diese Geschichte, und da habe ich dann auch ein Lebensmotto für mich gefunden. Und das heißt, also work hard, pray hard, give people vision. Also arbeite viel, also so wie Rockefeller, weißt du, hat immer gesagt, steh früh auf. Zwei Dinge sind nur, steh früh auf, arbeite hart, finde Öl. Ja, so. Und das mit dem Öl finden, das hat nie so geklappt, aber das frühe Aufstehen hat geklappt und das harte Arbeiten. So, aber da müssen wir nochmal ranzoomen, weil ich glaube, das ist wichtig auch für junge Leute. Ich kenne nämlich niemanden, der nicht hart arbeitet, der wirklich langfristig erfolgreich geworden ist. Das ist harte Arbeit gewesen, auch für dich, oder? Ja. Also und das Dumme ist, ich kann das nicht einmal heute ablegen, wo ich im Kern ganz gut situiert bin und auch auf Mallorca leben könnte oder was immer. Aber was ist in dir, dass du nicht die Füße hochlegst und sagst, ich gehe jetzt in die Hängematte oder mit der Kokosnuss nach Thailand, ich mache weiter, ich gebe weiter, ich inspiriere Menschen. Was ist das in dir? Ja, also das hat schon mit dem Lebensmotto zu tun. Also das Work Hard ist okay, Pray Hard, das ist das geistliche Bete und so weiter, aber dann Give People Vision. Also gib Menschen eine Vision und eine Zuversicht. Und das kann ich natürlich hier in Deutschland ganz, ganz anders tun. Ich habe in meinem Verlag da 100.000 Adressen, ich kann Newsletter machen, ich kann, da habe ich mir einen gewissen Leuchtturm. In dem Moment, wo ich in Thailand wäre oder sonst wo. Das wäre jetzt nicht so easy. Aber ich bewundere so Kollegen wie den Bodo Schäfer, den ich in Naples, Florida besucht habe oder andere an anderen Stellen dieser Welt. Also das macht schon alles Sinn. Ja. Aber es ist nicht meines. Okay. Hast du damals, als du angefangen hast, diesen Lebensplan zu machen mit 25, weil da stehen ja jetzt viele, hast du so eine Art Mentor gehabt oder hast du dich einfach hingesetzt und gesagt, ich muss das jetzt einfach mal machen, ich muss einfach mal mein Leben planen? Das kommt nicht einfach so vor meine Füße gefallen. Woher kam das? Das ist eine gute Frage. Also es gibt ja Menschen, die übers Ohr lernen, also über Hören, und es gibt Menschen, die übers Auge lernen, also über Lesen. Und also meine schlechte Schülersituation kann man ganz einfach erklären. Ich lese mit großer Begeisterung, aber im Hören bin ich denkbar schwach. Also der Lehrer redet und ich sage, was hast du gesagt? Da ist bei mir nichts angekommen. So, ja, ja. Aber gib mir ein Buch und gut, okay. Das Ding ist verstanden. So, ja. Und also ich habe einfach damals auch die richtigen Bücher in die Hand bekommen. Ich war in der Jugendarbeit, in der kirchlichen Jugendarbeit. Da hat man es mit sehr guten Leuten zu tun, auch sehr gute Vorbilder und so weiter, die einem die richtige Literatur nennen konnten und so. So, mittlerweile ist es bei mir so, ich habe 10.000 Bücher zu Hause. 10.000? Ja, also im Moment muss ich gestehen, es sind so 8.000. Ich habe 2.000 in der Bibliothek verschenkt. Und jeden, der mich besuchen kommt, den bitte ich, lade vorher den Kofferraum leer. Du kannst hier mitnehmen, was du willst. Gerne auch mit Widmung. Ich schaue da nicht, was du in deine Kisten reinpackst. Und als Dank dafür, dass du da warst, lege ich dir eigenhändig noch eine Flasche Rotwein oben drauf. Wow. Also, ja, dann komme ich doch mal vorbei, oder? Herzlich willkommen. Ja, wow, ich meine, es gibt doch diesen Satz, ne? Höre nie auf Menschen, dessen Fernseher größer ist als ihr Bücherregal. Da bist du auf jeden Fall dann ein leuchtendes Beispiel dafür, was es bedeutet, eben sich Wissen auch anzulesen. Was? Ja, dann ist die Frage jetzt natürlich richtig schwer. Was sind die Bücher, die dich wirklich bei all dem, was du gelesen hast, nachhaltig begeistert haben, wo du jetzt noch sagst, okay, das sind so meine Top 5, neben Unbox Your Life natürlich. Okay. Nee, das ist schon gut alles. Also, vor 10 Tagen ist ein Herr mit 84 Jahre Alter verstorben. Der Mann heißt Jack Welch.
Die meisten lieben ihn nicht. Ich liebe ihn. Mhm. Das ist der Mann, der 1981 General Electric rumgedreht hat. Mhm. Also der hat einfach A, B, C und der hat das System erfunden und so weiter und so weiter. Und der ist jetzt also mit 84 verstorben und der hat Bücher geschrieben, wie zum Beispiel Winning. Mhm. Wie gewinnen, Winning. Mhm. Und das ist ein Buch, das, also wie die Bibel, ich versuche alle ein, zwei Jahre mal durchzulesen. So versuche ich Winning durchzulesen. So versuche ich Jim Collins, Collins, C-O-L-L-I-N-S, der Weg zu den Besten, alle zwei, drei Jahre mal durchzulesen und so. Also ich bin noch nicht so weit wie Jeff Bezos von Amazon, der sagt, ich lese jeden Tag 500 Seiten und an Tagen, wo ich sehr beschäftigt bin, da lese ich dann nur noch 400 Seiten. Ja. Aber du bist nah dran. Was ich ganz spannend gerade finde bei all dem, was du sagst, und korrigiere mich, wenn ich das falsch interpretiere, ja. Was man heute Persönlichkeitsentwicklung nennt oder Human Performance, scheint ein großer Teil deines Erfolges und Lebens zu sein. Also du bist ein Professor, der nicht nur Fachliteratur in seinem Fach konsumiert, ja, sondern eben, ja, auch andere Themen, die dich als Mensch inspiriert haben. Sage ich das richtig? Ja, also das ist genau richtig. Ich bin sehr, sehr dankbar für diese ganze Branche, sag mal, von Speakern, die unterwegs sind. Also wenn ich, weiß nicht, ihren Namen nennen darf, oder Kräuter bis Bodo Schäfer von und so weiter und so weiter. Dich natürlich und so weiter. Ihr tut etwas, das extrem wichtig ist. Ihr erreicht die Leute und ihr erreicht sie dort, wo sie sind, in ihrem Leben, ihre Emotionen und Gefühle. Also das ist eine tolle Geschichte. Mhm. Ja. Und in meinem Umfeld sind viele, die auf euch, sage ich jetzt mal, hören und ihren Weg machen im Startup, im Fitnesscenter, was weiß ich wo, weil sie zu euch aufschauen, auch zu uns aufschauen. Ja, klar, also wir haben da eine wichtige Funktion und eine wichtige Bedeutung. Das, ja, ist so. Also jetzt habe ich vorhin, du hast dir diesen Lebensplan gemacht, dann hast du angefangen zu studieren, hast angefangen, dich auf den Weg zu machen. Kannst du rückblickend reflektieren, was du hast zur Seite räumen müssen, wo es auch mal Momente gegeben hat, wo du gesagt hast, boah, jetzt ist aber echt, jetzt zweifle ich auch mal. Gab es sowas? Gut, weißt, also mein Grundsatz ist halt immer optimaler Einsatz, knappe Ressourcen. Und, toller Satz. Ja, und also immer wieder mal einen Schritt zurück machen und sagen, boah, das ist nicht gut gelaufen. Das ist, um ehrlich zu sein, das ist verheerend. Was war das bei dir im Rückspiegel? Na gut, es gab einen Bereich, wo das Verhältnis zu meinen Eltern ziemlich zerrüttet war. Und mit der Schule, das auch nicht lief und so weiter und so weiter. War mit der Firma, es gab Situationen, wo du nicht weiter wusstest und so. So, aber ich wollte irgendwann mal den Doktortitel, richtig, aber die Wege schienen verschlossen. Also es ist ja nicht so einfach für jemanden, der, sag mal, seine Firmen schon am Laufen hat, und nebenher eine Doktorarbeit zu schreiben. Ach Moment, das müssen wir jetzt auch mal. Du warst schon Unternehmer und hast nebenher den Doktortitel, yeah, gemacht. Wow. Genau, ja. Also ich habe so wie die Startups heute Firmen gegründet und habe dann einfach das alles nebenher gemacht. Das ist richtig, ja. So, also diese Geschichten, so, aber optimaler Einsatz knapper Ressourcen heißt einfach immer wieder Nachdenkzeiten verlängern und um Ausführungszeiten zu verkürzen. Und möglicherweise heißt das, fahr halt mal alle Universitäten Deutschlands ab und kläre, wo ist jemand, der genau diese Themen, die du drauf hast, als gut empfindet und mit dir gemeinsam was machen will oder so. Also solche Dinge, ja, und nicht nur Deutschland, weltweit, ja. Wie viele Türen wurden denn zugemacht, bis einer gesagt hat, okay, ich nehme jetzt den Jörg? Ach so. Na gut, ich war da eigentlich nur eine Witzfigur. Die Leute sagten, hey, weißt, das Thema ist schon interessant, was du da hast, aber Achtung, wir machen da schon 3 Jahre dran rum und wenn du denkst, dass du als Trittbrettfahrer da noch aufspringen kannst, vergiss das. Ich war dann nachher früher fertig als die Jungs, die mich damals abgewiesen haben. Also es ist halt immer wieder das Thema,
mach dir einen Plan und setze den einfach konsequent um. Warum hast du da noch habilitiert? Warum hast du das noch oben drauf gesetzt? Für dich einfach, um noch mehr zu forschen, zu wissen, zu lehren, das ist ja auch nochmal ein Riesending. Ne? Also ich kenne ein paar Professoren persönlich, einer hat mir erzählt, das ist eine richtige Hausnummer. Also das ist mit einer Doktorarbeit nicht vergleichbar. Ja. Also es ist so, ich wollte, also in diesem Bereich, in den ich eindringen will, sprich Kirche, das kommt jetzt nicht überraschend, als Unternehmer, denke ich, haben wir alle viel den Kirchen zu sagen, die sehr wenig wirtschaftlich geführt werden, sehr wenig Transparenz und so weiter und so weiter. Das stimmt, sehr wenig transparent schon mal. Ja. Ja. So, und da ich das wollte, dort, ich habe einen Kongress gegründet, nennt sich Kongress diese Führungskräfte, da kamen typischerweise 3.500 Leute. Ich habe andere Kongresse im christlichen Bereich und so weiter und so weiter. So, und um dort eine Nummer zu sein, um gehört zu werden, sind Titel halt extrem wichtig. Also in der Wirtschaft lacht man eher drüber, aber im kirchlichen Bereich sagt man, wow, das ist aber spannend. So, und wenn ich in diesen Bereich rein wollte, deswegen habe ich die Tour mir unterzogen. So, ich hab gerade eine Anfrage bekommen von einem Bistum, um dort eine Keynote zu halten. Das fand ich, in dem Moment habe ich direkt Respekt bekommen, weil ich gedacht habe, um Gottes Willen, was sollen die über Unbox Your Life oder so denken? Aber spannenderweise, ich hatte da ein Vorgespräch, die fanden das halt lustig. Die haben gesagt, das ist mal was Leichtes. Wir haben oft so schwere Themen und wir wollen, das sind ja genauso Menschen, die wollen ja auch mal lachen, die wollen ja auch mal Blödsinn machen, ne? Und das Leben eben nicht so hart sehen. Ne? Das fand ich ganz spannend. Also, auf jeden Fall wahrnehmen. Alles wichtige Dinge. Ja. Ja. Was war das erste Unternehmen, was du gegründet hast? Na gut, das erste Unternehmen habe ich von meinen Eltern übernommen. Das waren etwa 100 Mitarbeiter. Die Firma Drill, Box Drill, wie der Drill, der Bohrer, Box wie die Schachtel. Wir haben alle Werkzeughersteller weltweit mit Bohrerverpackungen versorgt. Irgendwann hatten wir also 120 Leute hier im Schwäbischen Gießen, wo ich jetzt gerade sitze. Wir hatten nochmal 100 in Michigan, USA. Wir hatten nochmal und so weiter. Wir haben einfach die ganze Welt beglückt mit unseren Werkzeugverpackungen. So, was mittlerweile ist das. Gibt, ne? Das ist auch wieder lustig. Ja, es gibt alles. Ja, ja. So, aber dann Disruption. Also Disruption ist das Wort für Abbruch. Das ganze Werkzeuggeschäft war damals immer mehr in China. Heute ist es auch nicht mehr in China. Heute ist es in Laos, Kambodscha, Vietnam und so weiter. Also wir sind da völlig draußen mit Verpackungen. Also war die Frage, was jetzt? Dann haben wir sogenannte Zeitplaner, der Name Tempus, meine Firma heißt Tempus. Tempus ist das lateinische Wort für Zeit. Und wir haben damals Zeitplaner gemacht. Das war das heißeste Ding auf Gottes weiter Erde. Ein Notizkalender. Ach, wie früher, diese Filofax, diese Time System, diese Time Planner, diese nix unter 100 Euro, aber alles ganz raffiniert und super. Ja, Leder, bla bla bla. So. Und dann aber kam plötzlich 2001, 2002 kam das. Genau, richtig. Ja. So, und damit erneut Disruption, Abbruch, alles wieder zurück auf Null. So, und spätestens da war mir klar, du pass auf, Disruption, Abbruch ist nichts Gefährliches, also meistens ruiniert das die Firma. Nein, wenn du die richtigen Mitarbeiter hast, also die Amerikaner nennen das Right People in the Bus, die richtigen Leute im Bus, dann diskutiert man einfach, einer sagt, wir fahren links, einer sagt, wir fahren rechts, du bist für geradeaus, was weiß ich, dann musst du weiter diskutieren, aber wenn wir Klarheit haben, was wir wollen, und das sind gute Leute, dann... Und ein neuer Aufschwung passiert. Also das finde ich so wichtig, was du gerade sagst, weil ich glaube, dass jetzt gerade in diesem Moment, währenddessen wir sprechen, haben viele Unternehmer Existenzangst. Ja. Wenn du die richtigen Menschen im Team hast, in deinem Team, könnt ihr gemeinsam was Neues kreieren, richtig? Das wird wahrscheinlich nicht jeder mitgehen. Da wird nicht, da mit Sicherheit wird jetzt Spreu von Weizen dann auch sortiert, richtig? Ja. Und dann entsteht was Neues. Aber in erster Linie geht es halt letztlich darum, es gibt halt A, B und C. Das ist das, was ich in Jack Welch so schätzen gelernt habe. Der A zieht den Karren, der B geht nebenher und der C, naja, der setzt sich oben drauf und hin und wieder bremst da halt auch ein bisschen. So. Und diese Geschichte,
Also heute habe ich eine Beratungsfirma, die hilft, aus einer ganz normal verteilten, also in Deutschland haben wir 15% A, 70% B, 15% C, so wie eine Glockenkurve. Aber nach ein, zwei Jahren, wenn man das will, kann man das Ding drehen auf 80-20-0. Wow. Also 80% A, 20% B, 0% C. So. Ab wie viel Mitarbeiter berätst du? Einem. Ab einem, dann ist er alles gleichzeitig A, B, C, oder? Nee, also ist er nur dann A, dieser eine, oder ist es ein B? Ja, oder ja, das ist wollte es ich gerade sagen. Das beginnt ja auch bei dem, der dann oben steht. Das wird ja vielleicht auch manchmal von dir entdeckt, dass der Chef selber kein A ist, oder? Gibt es das auch? Also, und genauso fängt es normalerweise an. Das Telefon schellt, jemand ist dran am anderen Ende, ganz entsetzt und sagt, hoch, bei uns brennen die Bude, lichterloh und so weiter und so weiter. Dann ist deine erste Frage genau, wie ist das mit den Jungs oben? Sind das alles A? Sagt er, du, das sind alles A. Sag ich, kann ich mich darauf verlassen? Darauf kannst du dich verlassen. Und dann kommen alle möglichen Ausdrücke, was weiß ich, die Schurken, die schleichen und sagen, das ist alles unten. So, und dann kommen wir und dann muss man natürlich oben anfangen zu fragen und zu untersuchen und dann bröselt es da in aller Regel. Also wie findest du heraus, ob jemand A, B oder C ist? Weil Menschen können sich ja auch gut verkaufen. Ne? Also wenn ich eins gelernt habe, auch in 20 Jahren Selbstständigkeit, also ich bin da auch schon oft reingefallen auf Leute, die mir A verkauft haben und Z gibt es wahrscheinlich nicht, aber C gibt es ja. Also wie schaffst du das wirklich herauszufinden? Ja gut, wir haben natürlich unsere Tools, wir haben unsere Instrumente, wir haben Fragebögen, wir haben und so weiter und die sind hundertfach geprüft, getestet, gemacht und so weiter. Aber letztlich, das kann man bei Jim Collins sehr schön nachlesen, machen wir alle Fehler. Wir machen sehr viel Fehler. Und Personal, oh, das ist sowas Trickreiches und Kompliziertes. Aber ein Zitat von Jim Collins heißt, wir alle machen Fehler, aber an einer Stelle unterscheiden sich gute von schlechten Firmen. Nämlich, sie nutzen die Probezeit, um Meilensteine zu schaffen. Also was soll nach 4 Wochen sein, wow, dieser neue Verkäufer? Soll der 6 Neuwagen und 2 Gebrauchte so verkauft gut haben? Ja, so, was ist nach 10 Wochen? Was ist nach 15 Wochen? Und wenn das jetzt nicht zueinander läuft, weißt, dann hab die Kraft, dich dann auch wieder zu trennen und zu sagen, tschüss. So, und das haben dann die meisten Firmen nicht. Die sagen, es war ja nicht alles schlecht. Und das der ist ja ganz nett. Ja, und wir haben ein tolles Weiterbildungsprogramm. Und klar, Tobias ist ein toller Chef und der sorgt ja für alles hier und so weiter und so weiter. So, und dann nach 2, 3 Jahren aber wird es immer offensichtlicher. Und dann sind wir gefragt und dann kommen wir aus der Krise und dann fangen wir an aufzubauen. Was würdest du denn einem Gründer raten? Also hier hören ja viele junge Menschen zu, die jetzt auch gerade in der Krise, ich meine, wenn wir ehrlich sind, Disney wurde in der Krise gegründet, Microsoft wurde in der Krise gegründet, ganz viele Unternehmen, kreative Unternehmen, die es heute noch gibt, wurden gegründet in Momenten, wo sie mussten, nicht wo sie wollten. Und wenn jetzt jemand gründet, auch jetzt in dieser Zeit, was kannst du einem jungen Menschen empfehlen, wie findet er ein Team? Wie fängt er an? Weil er kann ja noch gar keine Führungserfahrung haben. Oder braucht er die, um selber zu führen? Das ist Nee, also ich würde mal ganz banal mit dem Thema Meilensteine anfangen. Was? Hier, wir junges Startup-Team, wir 3, 4, 5, 6 Jungs, Mädels. Lass uns jetzt mal ein paar Zwischenstops vereinbaren. Was wollen wir bis wann erreicht haben und so weiter. Und dann sieht man schon, wer leistet einen Beitrag und wer leistet keinen Beitrag. Und dann lass uns aber auch so ehrlich sein. Ich bewundere die Firma Google. Also Google hat 6.000 Bewerber auf jede offene Stelle. Und man kann natürlich sagen, hey, was, wenn ich 6.000 hätte, dann hätte ich auch nur AAA-Mitarbeiter. Aber so einfach ist es ja nicht. Ja. Ich brauche einen Prozess, der das rausarbeitet. So. Und der Google Arbeitsdirektor, nennt er sich dort doch, beim Vorstand, der hat sich vor 2 Jahren selbstständig gemacht und mit einer neuen Firma, Personal Humu heißt die. So.
Und er hat uns empfangen als Gruppe, 40 Leute. Ja. Und hat dann eine Stunde lang erzählt, wie er die falschen Leute eingestellt hat, wie er die falschen und so weiter selbst und so weiter er, ne? und so weiter. Er, der Chef von 120.000 hochmotivierten Mitarbeitern, er, der in seinem Buch Sprüche drin hat, wie es gibt A, B, C. Aber bei uns, bei Google, wäre es so, wenn wir uns nur wenn wir ein, also C haben wir sowieso nicht, aber wenn wir einen B-Mitarbeiter hätten, dann wäre das, wie wenn wir uns ein Virus eingefangen hätten, dessen zu entledigen und so unendlich schwierig ist. Mhm. So, also wir suchen auch nicht den A, wir suchen den AAA. Mhm. So, also der Mann, der solche Sätze sagt und dessen Buch man immer nur 3-4 Mal hintereinander lesen kann, der irrt selber. Das zeigt nur, wie komplex dieses Thema ist. Also man kann Menschen nur ermutigen und sagen, du, wenn dir was klar ist, setz es um. Und wenn du jemanden im Team haben solltest, wo es das Thema ist nicht können, sondern das Thema ist nicht wollen, dann mach jetzt in der nächsten halben Stunde mach Schluss. Aber ich finde es so toll, dass du das sagst, weil ich bin in den letzten Jahren wirklich schon auch oft als junger Unternehmer auch wirklich darauf reingefallen, was Leute erzählt haben. Ne? Also Leute erzählen ja so unglaublich viel und ich glaube, dann eben genau das zu tun, was du sagst, schnell Schluss machen, Zöpfe abschneiden, ne? Weil sonst das schleifen wir sonst mit und dann wird es irgendwann auch emotional, ne? Die Komponente kommt ja dann auch noch mit da rein. So ist es, ja. Also die Amerikaner werfen uns halt vor, too quick to hire und too slow to fire. Also wir Amerikaner, wir sind slow to hire. Also wir lassen uns viel Zeit im Recruiting, aber wir sind quick to fire. Und das ist natürlich auch ein Teil des Erfolgs der Amerikaner. Ist natürlich in Deutschland, weißt du selber, ich weiß es als Unternehmer auch nicht so leicht, ne? Wenn irgendwas ist, dann jemanden wieder aus dem Unternehmen herauszunehmen. Da gibt es ja in Deutschland, wahrscheinlich bewusst vom Konzept so gemacht, eine Menge Stolpersteine, ne? Als jemand, der eine Firma in den USA hatte, 120 Mitarbeiter in Michigan, USA, kann ich nur sagen, das ist in den USA auch nicht viel einfacher. Also wer denkt, USA ist heuern und feuern, dann musst du in die Schweiz gehen. Da geht es am ehesten. Ja. Die Schweizer, die sind sowas von rigoros und klar. Ja. Aber also in Germany geht es nicht und in Amerika geht es auch nicht. Okay, habe ich aber verstanden. Die Amerikaner haben natürlich eins erkannt, wenn du A-Mitarbeiter hast, also Pareto sagt ja ganz einfach, 20-80-Regel, also 20% der Menschen sind halt auch für 80% des Erfolges zuständig. Mhm. Und deswegen konzentriere ich mich natürlich auf die 20%. Klar. Was solche Firmen machen, wie jetzt Google oder Apple oder so, die nehmen Pareto von Pareto, die sagen, ich nehme die 20%, die ich jetzt habe, als 100 und mache da wieder, dann bin ich bei 4%. Und dann kommen die plötzlich in einen Bereich rein, also Google sagt, wir haben Mitarbeiter, die sind nicht um Faktor 2, 3, 5 besser oder 10 oder 100. Wir haben Mitarbeiter, die sind um Faktor 10.000 besser als Mr. Normalo. Unglaublich. Wir sind einfach damit, sag ich, hast du Gott angestellt oder was ist passiert? Nein, sagt er, wir haben nur sorgfältig ausgewählt und ich habe Menschen gefunden, die können einen Algorithmus schreiben, der ist sowas von schlank, fehlerfrei, global einsetzbar und plötzlich habe ich ein neues Geschäftsmodell. Die wollten alle sein wie Professor Jörg Knoblauch. Ich fand das so inspirierend, was du alles erzählt hast. Ja. Und eine der besten Sprüche, die ich jetzt in den letzten Tagen gehört habe, und man darf über das, was wir gerade erleben, keine Witze machen, aber rein wirtschaftlich nicht das, was wir in der Krankheit erleben. Bei Ebbe sieht man, wer eine Badehose trägt. Ne? Und jetzt sehen wir in Unternehmen auch, was wirklich los ist. Der ganze unter den Schreibtisch gekehrte Dreck kommt jetzt hoch, oder? Siehst du das auch so? Ist auch eine Chance. Das ist jetzt das Thema der Stunde, ja. Und jetzt erkennt man die Cs, die ich wahrscheinlich Bewohner nennen würde, auch ziemlich schnell, oder? Ja, also die hat man schon immer erkannt, würde ich mal sagen. Aber die Bs, die sind eher schwer zu erkennen. Die in der Oberfläche, also ein 9-to-5er, der kommt pünktlich, der geht ja auch pünktlich und so, also das ist der, also wenn du das Gespräch mit dem führst und sagst, lieber B, da kannst du nicht bleiben, dann erklärt D
der, der, dass er der Einzige war, der am Wochenende da war, der Einzige, der im Urlaub zur Verfügung stand, der Einzige, der bereit ist, die Firma zu retten und so. Also B ist schwer zu durchschauen. Mhm. Ja. Okay, aber verstanden. Was ich dich noch fragen würde, hast du selbst in deiner Firma da auch die Brille auf von dem, der erzählt hat bei Google, ich hatte auch Schwierigkeiten? Also ist es, wenn in deiner eigenen Firma, hat man da so einen blinden Fleck? Ist dir auch schon mal passiert, dass du ein C oder B eingestellt hast? Na gut, also wir haben 13 Jahre hier hart gearbeitet, bis wir an dem Punkt waren, wo wir hatten 100-0-0. Also 100% A, 13 Jahre. B, ja. Also wir hatten auch die Anleitung, müssen selber erfinden, wie das Bücherstudium und so weiter. Heute können wir sagen, in 3 Jahren konsequenter Arbeit kriegst du deine Firma von hier nach hier nach hier. Du kannst sie umdrehen in 3 Jahren. Verstanden. So, also es ist machbar, man muss sich einfach dahinter klemmen. Es gibt keinen längeren Hebel für jemanden, der unternehmerisch oder als Startup unterwegs ist, als das Thema die richtigen Mitarbeiter. Ich hab den, meine letzte Frage an dich, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, ich habe den Frank Thelen interviewt von der Höhle der Löwen, super, worauf er wirklich achtet, wenn ein Startup-Founder vor ihm steht in der Fernsehsendung oder auch privat. Meine Frage an dich wäre, auf was achtest du auf emotional-menschlicher Ebene und auf fachlicher Ebene, wenn sich bei dir jemand vorstellt? Was ist deine Schablone, wo du sagst, okay, den nehme ich? Also, du bist eher an Frank Thelen dran, weißt du, du spürst Dinge und so, das bewundere ich an euch, das tue ich nicht. Ich bin ziemlich gefühlslos. Das würde ich jetzt so nicht sagen, also ich erlebe dich hier als sehr offen, sympathisch, also, lustig. Aber ich habe ein Modell und das hat 9 Stufen und nach jeder Stufe wird neu entschieden. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, das sagt man hier im Schwäbischen. Mhm. Also der Weg an die Spitze, bevor wir Ja sagen, ist lang und er ist hart. Und magst du uns einmal mit auf die Treppe nehmen, nur so an ein paar Punkte, dass ich weiß, darauf achtest du. Na gut, also in Startups erlebe ich, da gibt es einfach jemanden, der bewirbt sich und dann redet man eine Stunde mit ihm oder vielleicht auch zwei und dann ist man ist man sich einig, auch gehaltlich und die fachlichen Dinge sind ja schnell geklärt und so weiter. Und das ist der direkte Weg ins Verderben, weil die Trefferquote ist maximal 20%. So. Weil man blind rumstochert oder sich nur auf die Gefühlsebene konzentriert oder warum? Weil man viel zu wenig weiß und nur an der Oberfläche sich aufgehalten hat. So. Hm. Und das, was man mit einem solchen Modell halt hinkriegt, das Buch gibt es übrigens geschenkt bei uns derzeit. Wie heißt das? Die besten Mitarbeiter finden und halten. Machen wir in die Shownotes. Das wird jetzt oft bestellt werden, wenn du sagst, geschenkt. Genau. Dann hast du halt eine Anleitung. Also das Gespräch ist bei uns erst die 4. Stufe. Vorher kommen ganz andere Dinge, die du klären musst. Zum Beispiel? Vorher ist zum Beispiel ein Telefongespräch dran. Und das besteht aus 4 Fragen. Und wenn diese 4 Fragen nicht so beantwortet werden, dass sie halbwegs okay sind, dann wird an der Stelle das Ding schon abgeschnitten. Also, was sind die Fragen? Jetzt bin ich natürlich neugierig. Na gut, Frage 1 heißt ganz banal, was willst du aus deinem Leben machen? Dann sagt der, also ich habe mich bei Ihnen beworben, Herr Beck, weil Sie haben so ein tolles Image und wenn Sie auf der Bühne stehen und so. Die einen sagen so, die anderen sagen so mit dem Image. Ne? So, dann sagst du, ja gut, also jetzt pass auf, meine Frage war anders. Meine Frage war eigentlich nicht, warum hast du dich beworben? Meine Frage war, was willst du aus deinem Leben machen und was willst du mit mir aus? Tobias Beck, wenn ich dich anstellen soll, was willst du aus meiner Firma hier machen? Dann sagt er, Tobias, wir sollten jetzt mal über Geld reden. Was Geld ist für mich wichtig? Mhm. Dann sagst du, ja, das war nicht meine Frage. Meine Frage war, was willst du aus deinem Leben machen? Mhm. Und was hast du für Ideen und so weiter und so weiter. So, und wenn der da nicht weiterkommt, du, dann machst das. Mhm. So, also wenn jemand für sich selber keinen Plan hat, wie soll er für Tobias Beck und sein Unternehmen einen Plan sich
entwickeln und so. Also super wichtig, ja. Solche, das ist die Frage 1. Und so geht es dann weiter. Das sind 4 Fragen. Übrigens, die 4. Frage heißt, was wird dein ehemaliger Chef sagen, wenn ich ihn anrufe und frage, wie, also das ist, um ein Referenzgespräch vorzubereiten. Also Referenz heißt früheren Arbeitgeber anrufen. Mhm. Also ich sage nicht, was würde er sagen, falls ich ihn anrufe, sondern ich werde ihn anrufen. Also das ist bei uns die Stufe 7. Und so ein Referenzgespräch muss her. Das machst du auch? Ja, wenn Benjamin Knoblauch und Tobias Beck miteinander reden, dann und ich sage, du, bei uns muss halt gearbeitet werden, wenn Arbeit da ist, und wir gehen nach Hause, wenn keine Arbeit da ist, und wie flexibel ist er? Dann sagst du vielleicht, naja, was hat er dir denn erzählt? Dann sage ich, ja gut, er hat gesagt, flexibelste auf der Welt. Eine Stunde her oder hin, wen kümmert das? Und ich bin doch mit dem Auto da und so weiter und so weiter. So. Und dann sagst du, so, jetzt sage ich dir mal, als er bei mir war, war keine 5 Minuten. Obwohl hier die Bude Kopf stand. Nein, er muss jetzt weg. Er hat dringend einen Termin. So, herzlichen Dank. So, interessant. Und diese Dinge erfährst du halt im Referenzgespräch. Und also so sind das halt 9 Stufen. Und jedes Mal schnüren wir das Ding ein bisschen enger. Super spannend. Also ich werde mir das auf jeden Fall runterladen oder besorgen, dieses Buch. Wenn jetzt Menschen, die hier zuhören, sagen, boah, ich finde das alles mega spannend, ich möchte gerne mehr von Jörg lernen, ich möchte gerne vielleicht auch die Consultancy in Anspruch nehmen. Was ist dein Lieblingskanal? Webseite, Instagram, Facebook, wie bist du da aufgestellt? Ja, also es gibt unter dem Stichwort KPC, steht für Knoblauchs Personal Coaching, eine monatliche 30-Minuten-Geschichte bestehend aus Podcast, bestehend aus Unterlagen und so weiter und so weiter und so weiter. Und man ist Teil eines hochinteressanten, mehrere hundert Personen umfassenden Zirkels. Und da kann man erstmal kostenlos mitmachen. Das heißt, für 1 Euro kann man da mitmachen. Und das ist günstig. Bin ich dabei. Sparfüchse aufgepasst. So. Aber irgendwann mal muss man sich dann entscheiden, ob man das will. Aber so ist erstmal der Einstieg. Genau. Okay, das machen wir in die Shownotes rein. Ich fand es mega inspirierend mit dir. Ich stelle dir am Ende noch kurze Frage, kurze Antwortrunde. Dauert nur 1 Minute. Geld ist? Zahlungsmittel. Persönlich wachse ich, Jörg, indem ich bete, Bibel lese, mich viel mit Menschen auseinandersetze, die weiter sind als ich. Ich liebe Menschen, die weiter sind. Auch eine schöne Aussage. Der wichtigste Satz, den ich jemals gehört habe? Optimaler Einsatz, knappe Ressourcen. Ja, das habe ich mir vorhin auch, habe ich mir auch mitgeschrieben. Ich habe mir einiges mitgeschrieben. wir werden in den nächsten 10 Jahren erleben, dass ein Drittel der Menschen keine Arbeit mehr hat und das andere Drittel auf der anderen Seite völlig überfordert ist, weil sie immer mehr Arbeit haben. Also der Arbeitsmarkt driftet auseinander. Und wenn ich mal als alter Mann an einem Baum sitze, sage ich jungen Menschen oder Kindern das. Höre auf dich selber, höre in dich rein und ansonsten liest die Bibel. Danke dir. Ich fand es ganz, ganz toll. Alles andere ist in den Shownotes drin. Letzte Frage noch, bist du bei Instagram eigentlich auch? Kann man dich da auch finden? Ja, das teile ich dir gleich mit. Ja, machen wir auch in die Shownotes rein, weil wir sind ja so Instagram-Community und so. Ja. Perfekt. Dann, wenn ihr zugehört habt, seid so lieb, schickt uns ein Feedback, folgt dem Jörg, hört euch den Podcast an mit ihm und danke für deine Zeit, danke für eure Zeit, fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder.